Liebe Reisefreunde, mit meinem heutigen Video startet eine neue Serie. Brinki wandert. Und mit dieser Serie möchte ich die Schönheiten Thüringens, des Thüringer Waldes, allen etwas näher bringen. Wandern in Thüringen ist eine ganz wunderbare Sache. Und ich starte natürlich mit einem ganz traditionellen Wanderweg von Ilmenau, das sehr, sehr gut mit der Südthüringenbahn von Erfurt aus angebunden ist, auf den Wanderweg von Goethe, dem Goethe-Wanderweg, ein Stückchen bis zum Kickelhahn. 861 Meter hoch, herzliche Einladung, kommen Sie mit! Ja, die schöne Fußgängerzone von Ilmenau liegt jetzt schon hinter mir. Ich habe den ehemaligen Kurpark von Ilmenau erreicht, im Hintergrund der alte Bahnhof Ilmenau-Bad, wo man am Wochenende mit der Rennsteigbahn auch zum Rennsteig fahren kann. Und von hier aus starten wir jetzt langsam, steigt es an Richtung Kickelhahn. Und wir sehen auch noch das alte ehemalige Kurhaus hier an der Stelle. Ja, wunderschöne Wegweiser weisen uns den Weg und jetzt geht's bergauf. Ja, mit den adventlichen Saxophonklängen wurden wir hier am Jagdhaus Gabelbach schon begrüßt. Ja, dieses Jagdhaus haben die Fürsten von Sachsen-Weimar-Eisenach 1782 errichten lassen. Ziemlich eilig, weil man hier auf die Jagd gehen wollte. Und es ist eine spätbarocke Anlage, sehr schlicht gehalten. Heute Museum der Stadt Ilmenau. Hier weilte Johann Wolfgang von Goethe und natürlich auch die Jagdgesellschaft von Karl August, dem regierenden Fürsten, sehr, sehr häufig und haben hier nette Stunden verbracht. Und wir wandern jetzt durch über schneebedeckte Wege Richtung Kickelhahn weiter. Jetzt haben wir das Goethehäuschen am Kickelhahn erreicht und in dieser Schutzhütte hat Johann Wolfgang von Goethe 1780 sein berühmtes Wanderers Nachtlied komponiert. Es ist in der ersten Zeile auch eingeritzt. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Hier war Goethe besonders gern und hier bin auch ich sehr gern. Wir haben ihn erreicht, den Kickelhahn. Mit 861 Metern, der damals höchste Berg des Fürstentums Sachsen-Weimar-Eisenach. Und die Fürstin Maria Pawlowna, eine Zarentochter, hat auch 1000 Gulden gegeben für die Errichtung des Turmes, der natürlich eine herrliche Aussicht über den Thüringer Wald bietet. Man stand in Konkurrenz mit Sachsen-Gotha, die auf dem Nachbarberg schon einen solchen Turm hatten. Und Sachsen-Weimar-Eisenach wollte natürlich auch einen. Die 1000 Gulden haben nicht ganz gereicht, 2200 hat es schließlich gekostet und am 12. Mai 1855 ist er feierlich eröffnet worden. Liebe Reisefreunde, das war der Auftakt meiner Serie Brinki wandert durch diese herrliche winterliche Landschaft am Kickelhahn. Und wenn Sie Lust auf mehr bekommen haben, gerne Tipps von mir haben möchten, sprechen Sie mich an. Meine Kontaktdaten werden eingeblendet, sind im Text. Würde mich freuen, wenn Sie weiter dabei sind. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine besinnliche, schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf ein gesundes Wiedersehen in 2022.